Keller voll, Klopapier, ganzes Zimmer voll, noch vom letzten Lockdown, und holt euch mal ein paar Rollen. Dann braucht ihr noch ein Körbchen, ihr Wäschekörbchen oder irgend so ein kleines Körbchen. Geht auch in Karton, wenn ihr euch von Amazon jetzt was schicken lassen habt, der Karton geht auch, irgendwas. Und ihr braucht natürlich, es geht, noch Opfer. Ne? Also, was macht ihr denn überhaupt? Welche sind das? Das Wettbewerb oder? Ja, dann machen wir eine kleine Challenge und deswegen so. Ja. Ein Opfer. Opfer? Ja. Jemand, das kann. Genau. Gut. Hoffentlich nehmen wir den Mund so voll. Ihr könnt es natürlich auch alleine machen, wenn ihr niemanden habt. Dann macht das mit uns zusammen und guckt mal, ob ihr schneller seid oder besser seid als wir. Und dann wollen wir also heute mal so ein bisschen Spaß mit Klopapier haben. Spaß mit Klopapier? Klingt gut, oder? Ja. Aber bitte das Sound mit Klopapier benutzen, ja. Ach, ja. So. Was ist das Erste, was wir machen? Weißt du noch? Ich glaube, wir wollten einen Turm bauen. Aus Sechsen? Mhm. Ja. So eine Pyramide muss es werden. Nee, Turm. Eine Pyramide noch nicht. Erstmal Turm. Sechse übereinander. Okay. Irgendwie liegen die hier da. Ja. Und aber ich bin älter. Nee, du bist älter. Egal. Ich bin schlechter. Und okay. Los geht's los. Los. Wie viel? Sechs? Ja. So, hoch komm ich gar nicht. Dann musst du dich anstrengen. Ich muss auch. Ey! Ich bin bei 4. Durchspielt. So. Okay. Eigentlich werden wir es aufgebaut haben, ne? Dann können wir es leise lassen, oder? Dann müssen wir es auch direkt mal wieder abbauen. Ach so, müssen wir es abbauen. Ja, weil sonst doof. Ja, ne? Okay. Okay. Habe ich 6? 2, 4, 6. Gut. Geht los? Aber ordentlich hinstellen. Nicht einfach rumschmeißen. Abstellen. Ja? Okay. Gut. 1, 2 und los. Unentschieden. Naja, darfst du auch mal gewinnen. Okay, das nächste, was wir machen können, wir haben jetzt die 6 Rollen vor uns liegen und wir machen mal was zur Koordination. Und zwar, wir gehen so ein bisschen in Schwebesitz, dass die Hände und Füße wir gar nicht brauchen, und werfen so eine Klopapierrolle hoch und versuchen sie mit den Händen zu fangen und legen sie dann neben uns. Und das Ganze auch wieder mit den 6 Stück. Okay. Und erfolgreich eben hochwerfen, fangen, ablegen. Und dann zur nächsten, okay? Fertig? Okay. Los. Natürlich auch für die das jetzt vielleicht zu schwer war oder zu leicht noch auszuführen, wir nehmen jetzt unser Körbchen dazu. Ich habe das kleinere. Ja, dafür auch das kaputte. Wir bauen wieder unseren Turm aus 6 Klopapierrollen. Okay. Und wenn wir die jetzt übereinander gestapelt haben, wollen wir diesen Turm abbauen. Und dafür versuche ich mit den Füßen eine Klopapierrolle zu nehmen, eine, wenn es geht, werft die hoch und versucht die im Korb zu fangen. Versuche, ich zeige nochmal, versucht die zu fangen. Das sieht ein bisschen aus wie Geburtsvorbereitungskurs, glaube ich. Aber wir machen es trotzdem. Ja, wir machen es trotzdem. Ne? So. Okay, ich glaube, ich bin noch in diesem scheiß großen Korb. Aber na gut, wir probieren es mal. Ich wollte extra den großen. Das ist ein Maulkorb. So. Okay. Ich muss weiter weg, ich habe zu lange Beine. Also, okay. Kannst du mal das Kommando geben, nicht, dass es dann unfair ist. Okay, warte, ich gebe das Kommando, auf die Plätze, fertig, los. Ich baue schon vorher. Ich sage hier total. Ach, darf man nicht sagen, ne? Ich sag mal, das Böse im Puppen. SDH, Alter, es hat's geschafft. Hast du alle Fälle? Ich habe hier.
Okay. Ich glaube, es steht 1,5 zu 2 oder so. Ja. 2,5. 2 ist gut. Ja, nee. 1,5 zu 2 ist okay. Ja. Was machen wir jetzt, Herr May? Warte, gleich. Ich muss erstmal meine Klopapierrolle wieder ordnen. So, wir haben jetzt umgebaut. Die Matten quer braucht ihr nicht. Wir machen das nur, damit ihr das besser seht. Aufgabe jetzt, ihr habt diese 6 Klopapierrollen übereinander gestapelt. Wenn es 5 sind, sind es 5, ist auch egal. Habt den Korb vor euch und die Aufgabe wäre, Frau Zwingberger zeigt es mal, so eine Klopapierrolle mit den Füßen zu nehmen, ruhig den Korb in die Hände. Und man kann auch nach hinten gucken, dabei ruhig ein bisschen über die Schulter gucken und dann versuchen mit den Füßen die Klopapierrolle, warte, ich stehe eben drauf, genau, nach vorne in das Kirsch zu hauen. So, ich muss auch noch in Position. Bei meinem Glück baue ich den Korb. Voll. So, 3, 2, 1, jetzt. Ich hab einen. Nicht schön, aber selten. Ich habe einen noch, mal sehen. Du hast noch. Moment. Eine Rolle. Probier noch mal. Einen haben wir noch. Und. Warte. Hier. In den kurzen Stampern. Und. Ja, oh, trotz, der war gut. Trotz des großen Probes. Wir machen jetzt Rollen mal wieder. Bauen sie mal wieder auf. Ja. Die 6 Stück. Eine. Was habe ich dir jetzt nicht gesagt, was die nächste Übung ist. Okay. Weil beim Sport darf man nicht stumm sein, man muss auch mal das Köpfchen benutzen. Und folgende Aufgabe. Wir setzen uns wieder im Schwebesitz davor. Und jetzt wollen wir mit den Füßen Klopapierrolle hochwerfen und mit dem Kopf in den Korb reinkriegen. Mhm. Haben wir nicht abgesprochen? Probieren wir jetzt mal. Ich habe einen größeren Kopf, vielleicht habe ich jetzt Erfolg. So, fertig, okay. Los. Eins. Oh komm ey. Oh. Eins. Zwei. Gut, das zählt nicht. Oh, wieder rausgeköpft. Geht auch nicht. Übrigens machen wir das jetzt auch das erste Mal, ne? Ja. Ich hab 4. Oh. Ich würde sagen, habe ich gewonnen. Ausnahmsweise. Okay. Für die nächste Übung fällt mir noch was ein. Haben wir noch was? Ach ja. Mit Turm bauen und dann mit gestreckten Beinen. Wir haben ja einen. Genau. Das ist ein. Das habe ich schon mal kurz geübt. Das hast du schon mal geübt? Das kann ich. Das kann ich auch. Okay. Frau Zwingenberger zeigt das, weil die haben die geraderen Beine. Klopapierrolle mit den Füßen nehmen, gestreckt nach oben führen und senkrecht nach unten fallen lassen. Das ist eher Schnelligkeit. Also macht mal ein bisschen Banane jetzt hier. Okay? Okay. Also ich bin hier auf der Fruchtcocktail. So. ich bin benachteiligt, ne? Ich sag's schon mal gut. Auf Plätze, fertig, los. Zwei mit einmal. Ah, oh, beschiss! Ja, mit Schuhgröße 45 geht das. Trotzdem fertig! Okay. Du hast auch nicht die Zeit vor. Sind sie wieder rausgefallen. Hast du trotzdem gemacht. Unentschieden, würde ich sagen. Nein, alles gut. Ich hab Abschluss. Gut, ach ja, das haben wir. Was wir noch nicht haben, Pyramide bauen. Wir drehen mal schnell wieder die Matte. Aus 6 Klopapierrollen eine Pyramide bauen. Ihr seid alle gut in Mathe, ihr wisst, was eine Pyramide ist. Und
die, die nicht gut in Mathe sind. Die machen trotzdem eine Pyramide. Die probieren es trotzdem. Und auch aus Fehlern kann man lernen, ne? Also seitlich hin? Nee, keine Ahnung, es ist, ich bin überfordert. Ich mach mal zwei, drei rechts. Die Taktik ist ja, dass wir machen das wie Stefan Raab. Ach so. Es wird vorher so lange besprochen, dass man gar keine Chance hat zu probieren. Okay, machen wir es so, ja? Was? Ja, okay. Achso, wir müssen noch feststellen, wie schätzt du das eigentlich? Na, fünf viel vier. Zu wenig. 5 zu 4, okay. Ach nee, irgendwo war das halbe. Irgendwo war halb, ja, 4,5 zu 1,5. Okay. Ungefähr. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Was sag schon wieder? Ich hab schon wieder meine Rolle. Wort gesagt. Warum sollst du noch Scheibenhonig? Scheibenhonig ist gut. Ich bin fertig! Bei mir läuft es in Slow Motion, ich bin auch fertig. So. Ja. Okay. Was ist auch mit deinen filigranen Füßen leichter? 5,5. Zu 3,5. Okay. Ja, lass ruhig oben, wir müssen es auch wieder aufräumen. Das ist wie im Kinderzimmer. Alles klar. So. Das ist richtig. Kannst dich einfach zerstören, musst du wieder hey. Aufräumen. Genauso wie es war, freie Freie. Ja, los! Okay. Mist! Ich wollte Beschiss machen, es hat nicht geklappt. So, klatsch. Okay. 4,5. Lieblich. Ungefähr. nächste Übung. Wir machen Platz, dass wir nicht auf irgendwas drauftreten. Wir brauchen das eine Rolle. Okay. Und dafür werden wir versuchen, die Rolle auf der Stirn zu platzieren in der Rückenlage und aufzustehen, ohne diese wertvolle goldene Klopapierrolle runterfallen zu lassen. Genau. Auch, das ist ein du, auch du hast ein Krönchen. Jawohl. Ja. Rückenlage, platzieren, mach die Beine rein. Da geht's schon los. Beine lang. Und. Okay. Und wenn man die verliert zwischen, dann muss man sich wieder hinlegen. Nein, lass mich Glückwunsch. Okay, gut. So. 3, 2, 1, los. Natürlich habe ich verloren. Kannst du auch mal was richtig? Nein. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, machen wir die nächste Übung, wo ich verliere. Okay. Das ist deine. Schaff, mach schon mal Platz. 6,5 zu 4,5. Wir kriegen es wieder. Nee. Ja. Was willst du jetzt schön machen? Na, deine Übung. Ach so. Okay. Deswegen, wo ich sage, ich verliere. Ja, pass auf. Ganz einfach. Warum? Ich klappe jetzt gleich. Also, ihr legt euch auf den Rücken, legt die Klopapierrolle auf euren Fuß und dreht euch jetzt einfach einmal um euch. Challenge-Rollen gewonnen und als Preis kriegen wir eine Rolle Klopapier. Okay.
Also probier das mal aus mit Geschwistern, Familienmitgliedern. Es ist eigentlich total fetzig, es ist nicht viel dazu, was man braucht. Man macht was für die Bauchmuskulatur, für den Rücken und eigentlich alles geht. Oh, ich habe noch eine. Du hast noch eine? Ach so. Ja, wow. Los, probiert das mal. Nicht getroffen, schön getroffen. Okay, also wieder 6. Komm, die machen wir noch. Die machen wir noch, auf jeden Fall. Die machen wir noch. Ja, da bleibt du liegen. Ja. Ja. Das ist aber auch schon gemein, dass ich den kleinen Kopf habe. Ich bin eben noch fertig. Jawohl, wo müssen wir das gewinnen? Oh. Ich nehme uns total ernst. So. So, Achtung. Yes. Und. Oh, mit Aussetzer. Geht dir das? Nein. Oh. Oh, rausgefallen. Geht gar nicht. Die fallen halt raus bei mir. Ich hab so einen Schwung. Oh, da war ein Aussetzer. Ja, okay, du hast wieder gewonnen. Gut. Also, wollen wir das war's. Nein, ich gebe auf. Wir müssen hier aufräumen. Also, für heute war's das. Ja. Reicht. Brauchen wir es auch? Ordentlich. Gut. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.